Liebe Kinogänger, ich grüße Sie als Ihr SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Parlament hier in Brüssel. Ich freue mich sehr, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung in Sachsen-Anhalt das Europäische Jahr der Entwicklung aufgreift und dazu verschiedene Veranstaltungen anbietet. Mit der ab diesem Monat stattfindenden Filmreihe zeigt die Friedrich-Ebert-Stiftung in verschiedenen politischen Themenbereichen Filme, die mit der Entwicklungszusammenarbeit in Beziehung stehen. Der Monat Mai steht unter dem Thema Frieden und Sicherheit. Und kaum ein anderes Thema bestimmt derzeit die derzeitigen Debatten im Europäischen Parlament so stark wie dieses Thema. Zu nennen sind beispielsweise die Auseinandersetzungen mit dem IS im Nahen Osten, die Syrien-Krise, Ausbreitung von Boko Haram in Afrika, aber auch die schwierige und instabile Lage in der Ostukraine. Mit dem preisgekrönten Film von Joshua Oppenheimer tauchen wir in das Indonesien nach dem Militärputsch von 1965 ein. Mehr als 1 Million Menschen wurden während dieser Zeit willkürlich umgebracht. Adi, der Bruder eines der Ermordeten, sucht Kontakt mit den Tätern und befragt sie zu ihren Taten, was auf ergreifende Weise ein gesellschaftliches Tabu bricht. Zu Recht ist der Film mit dem 30. Friedensfilmpreis ausgezeichnet worden. Ich wünsche Ihnen nun ein anregendes Filmerlebnis und gute Gespräche im Anschluss mit den anwesenden Referenten. Mit herzlichen europäischen Grüßen nach Magdeburg, hier aus Brüssel, Ihr Arne Lietz.